Am 27. Oktober 2019 finden in Thüringen Landtagswahlen statt. Und macht es Sinn, zu der Wahl zu gehen? Wenn ja, welche Partei sollte man wählen? Grüß dich Gott, Freunde und Gleichgesinnte, hier ist Vyacheslav Zevold mit euch. Und in diesem Video zeige ich dir auch, wieso ist es sehr wichtig, zu den Landtagswahlen in Thüringen zu gehen und in den allen anderen Bundesländern und welche Partei macht das Sinn zu wählen. In der patriotischen Bewegung wird immer viel darüber erzählt, ja, wir sind doch besetzt und das macht keinen Sinn zu wählen, wir sind ohnehin, können dann nichts entscheiden und wen können wir denn wählen? Die sind ja ohnehin alles Verräter, spielen nur das gleiche Spiel. Und ja, aber das Wichtigste ist ja, auch wenn der Gedanke wird verbreitet, wenn Wahlen was verändern würden, wären sie schon längst verboten. Nun, dieser Gedankensatz ist eigentlich ein Gedankenvirus. Denn was ist denn ein Staat? Rein rechtlich gesehen sind wir ein Unternehmen, doch im übertragenen Sinne kann man auch auf einen Staat übertragen, wie als es ist ein Unternehmen. Es muss geführt werden. Die Frage ist nun von wem? Und die Aufgabe des Staates ist es, den Menschen solche Bedingungen zu schaffen, die sie selbstständig nicht realisieren können, auch nicht in der, Gruppe, damit ihr Potenzial sich entwickelt und entfaltet wird und praktisch auch eine gute Zusammenarbeit mit anderen Staaten auch aufzubauen. Denn weder ich oder du in der heutigen Lage und Position werden sich nicht so schnell mit Trump, Putin und Xi Jinping auch dann treffen. Wieso? Das sind nicht unsere Etagen, ja, der Macht, bildlich gesprochen. Doch auch selbst wenn wir in Deutschland nach wie vor auch dann die BRD haben als Konstrukt der Alliierten und es wirklich so aussieht, dass wir eigentlich am Untergehen sind und in vielen Bereichen sieht das tatsächlich so aus, weil die Verräter entscheidende Weichen gestellt haben, ist die Situation nicht ausweglos. Denn selbst dieser Gedanke, dass wenn die Wahlen was verändern würden, wären die schon längst verboten, das ist ein Gedankenvirus, Freunde, den man erfolgreich reingepflanzt hat. Wir treffen täglich Entscheidungen und wir treffen täglich die Wahl. Die Wahl, was ziehe ich heute an, was esse ich, ja, was denke ich, was mache ich, wir treffen jeden Augenblick neue Wahlen bei sich. Und selbst der Gedanke, ja, dass man mit seiner Stimme, die man abgibt, auch dann nichts zu sagen hat, das ist ein falscher Gedanke, den man reingepflanzt hat. Und viele, selbst in der Aufklärungsszene, glauben leider auch dann diesen Lügen und verbreiten sie noch und verteidigen sie. Ich persönlich, ich gebe meine Stimme niemals ab, meine Stimme behalte ich, sondern mit meiner Stimme unterstütze ich die Menschen, die mir wichtig sind, die Politik in meinem Interesse und im Interesse unseres Volkes machen. Denn was bedeutet denn das Wort Politik? Pole kommt, also das Wort kommt aus dem Altgriechischen und Pole heißt viele und Tikos Interessen. Also Politik ist nichts anderes wie viele Interessen. Und bisher war das so, dass Gruppierungen, die deutschlandfeindliche Interessen hatten, die waren mehr vernetzt und besser gruppiert. Und deswegen war das bisher so, dass sie ihre Politik machen konnten. Sieh doch Beispiel in den letzten, also ich lebe in Deutschland über 20 Jahre schon, ich sehe es ja, was seit 97 sich geändert hat. In vielen Bereichen ist die Situation schlimmer geworden und ich versichere dir, wenn wir nichts in unserem Lande ändern, dann werden wir das realisiert bekommen, was die Globalisten für uns vorgesehen haben. Oder reicht euch denn nicht aus, dass schon euren Frauen Köpfe abgeschnitten werden mit den Äxten? Wie blöd muss man das sein, um das nicht zu erkennen? Doch das ist die Angst bei vielen und was zu sagen und das ist natürlich auch ein sehr gutes Phänomen und eine sehr gute Position. Eigentlich ist das die Opferposition. Nee, ich habe damit nichts zu tun. Nee, die habe ich nicht gewählt. Was sind denn das? Das sind passive Zuschauer. Denn selbst im Nichtstun
bleibt nichts ungetan. Es geschieht immer was. Die Frage ist nun, ob wir die Gestalter und Schöpfer sind oder passive Zuschauer und Jammerer und letztendlich auch dann Opfer. Deswegen, all diejenigen, auch selbst in der Aufklärung oder sonst wo, die dir machen, gehen nicht wählen, glaub nicht solche Menschen, die haben keine Ahnung, wie man Prozesse führt, Prozesse steuert und letztendlich eine Kaderreinigung macht. Denn der Staat, das sind eine Ansammlung von Menschen, also bestimmtes Kader. Und selbst Stalin hat schon mal gesagt, dass die Kader, das ist alles. Und sie, Beispiel jetzt wie bei uns in Deutschland, wie gesagt, bisher war das so, lange waren Verräter an der Macht. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Macht endlich mal in unserem Land übernehmen und eine Kaderreinigung zu machen. Jetzt im übertragenen Sinne, wenn du ein Glas Wasser nehmen würdest und das wäre dunkel, du kannst entweder die ganze Flüssigkeit auskippen, ja, oder immer wieder frisches Wasser reinfüllen, dann würde sich das Ganze automatisch reinigen und dann wäre das Wasser irgendwann mal kristallklar. Genauso ist das auch dann bei uns. Wir müssen in Deutschland einen Austausch der Kader machen und dafür ist es sehr wichtig, dass das Volk auch dann selber entscheidet, was das denn will. Und letztendlich, es gibt zwei Entwicklungen, wenn wir alles vereinfachen, gibt es zwei Entwicklungen der Deutschen und Deutschlands. Entweder es wird ein islamisches Kalifat kommen, Alemannia, also das ist der eine Weg, oder es gibt einen anderen Weg, einen alternativen Weg für Deutschland, und zwar, dass Deutschland souverän wird, sich entwickelt und ein deutsch-russisches Bündnis aufbaut. Wir haben nur diese zwei Alternativen, nur das. Doch wenn wir es mal anschauen, wer ist denn bisher auch an der Macht? Putin hat schon nach seinem Amtseintritt, Anfang 2000 ist er nach Deutschland gekommen, hat auf deutschem Bundestag seine Rede gehalten, hat die Hand gestreckt den Eliten damals, der ihnen gesagt hat, lass uns zusammenarbeiten. Was haben die gemacht? Bis auf den Schröder wurde nicht nur abgelehnt, sondern gespuckt in die Hand, ja, und ständig auch auf den Putin und auf Russland losgeschossen und wurden so die Situation und letztendlich die Beziehungen auch dann zerstört. Doch sieh mal an, Putin und wie sich seitdem Deutschland entwickelt hat, in vielen Bereichen im Negativen, ja, mit Merkel und Co., das ist nicht nur die Merkel, sondern das sind Eliten, die um sie stehen. Und die müssen wir von der Macht wie Parasiten verdrängen. Ja. Also wenn man eine parasitäre Kur macht, muss man Bitterkräuter trinken. Genauso ist es, wir müssen auch dann Bitterzeug praktisch dem System geben, damit die Parasiten von der Macht verdrängt werden. Doch sieh mal Beispiel, was hat sich jetzt zum Beispiel in Russland getan in den letzten 20 Jahren, wo Putin an der Macht ist, und in Deutschland. Russland war im Bürgerkrieg, Russland war am Auseinanderfallen, in Russland war die Wirtschaft kaputt, in Russland hatten die Oligarchen das Sagen gehabt, die Amerikaner saßen in Ministeriums und ich kann viele weitere Beispiele aufzählen, wo es wirklich scheiße und schlecht und ausweglos die Situation ausgesehen hat. Und sie Beispiel, wo das jetzt ist, auch dann mit Putin. Putin gestaltet heute die Weltgeschichte. Der macht die alte Weltordnung kaputt. Doch was hätte er denn machen? Ist er etwa vom Himmel gefallen? Nein, der wurde genauso auch dann vom Volk gewählt. Das Volk hat dem Putin vertraut und sie haben ihn mit ihrer Stimme unterstützt. Und sie Beispiel heute, wo Russland ist, wirtschaftlich, ja, und aber auch dann vor allem geopolitisch, ja. Welche Rolle das spielt in Syrien, in Saudi-Arabien, wo das jetzt war, jetzt in Afrika-Gipfel war das so. Übrigens, falls du mehr über Putin erfahren möchtest, lade ich dich recht herzlich zu meinem Internet-Webinar. Unter dem Video findest du in der Beschreibung den Link. Am 3.11.2019, Uhrzeit werde ich noch Bescheid geben, werden wir ein Webinar machen, wo ich aufzeigen werde über den Putin als Gestalter der neuen Weltordnung. Und was müssen wir denn tun, um in Deutschland endlich mal so einen Staatsmann auch dann zu bekommen? Also falls du dabei sein willst, um im Internet das Ganze sich live anzuhören, was ich über Putin sehr Interessantes erzählen werde, ja, unter dem Video, wie gesagt, findest du den Link. Trag dich ein, bestätige deine E-Mail und dann bekommst du auch dann in den nächsten Tagen alles weitere auch dann von mir. Doch was können wir denn tun? Erst auch in Deutschland.
Erst vor einer Woche haben wir uns mit Freunden und Gleichgesinnten getroffen und wir haben uns reingefühlt. Welches Deutschland stellen wir uns vor? Und wie gut sich das angefühlt hat, als wir angefangen haben, über positive Sachen zu denken, wie wir uns denn Deutschland vorstellen. Und bisher waren alle Parteien in Deutschland, das waren Teil des Systems, das war eine große Einheitspartei. Und aus meiner Sicht, wir brauchen einen alternativen Weg für die Entwicklung Deutschlands. Und wenn wir drei Kriterien, die für mich wichtig sind, dass Deutschland wieder souverän wird, dass Deutschland auch wieder sich entwickelt und das deutsche Volk sich wieder reproduziert und gute Beziehungen zu Russland, dass, wenn wir drei diese Faktoren vereinen und die, wenn die für dich auch wichtig sind, dann ist nur eine Partei, das ist die AfD. Und es mag sein, dass auch in der AfD bisher nicht alles richtig läuft und dort auch dann Menschen sind, auch dann vom System. Doch Freunde, erkennst, wir sind Teil des Soziums, wir sind ein System. Und wenigstens einmal in 4 Jahren müssen wir uns doch einig sein. Ja, geht zur Wahl, unterstützt mit eurer Stimme, zeigt dem System so und dem Establishment, dass ihr satt habt, ihr wollt ein anderes Deutschland haben, nicht Deutschland, welches die für euch vorbereitet haben. Ja, den islamischen Kalifat und das elektronische Konzentrationslager. Dieses Deutschland wird für euch vorbereitet. Doch leider bisher erkennen das sehr wenige. Und stell dir mal vor, wenn wir wie Gandhi, nach Gandhis Vorbild gehen, ja, und wir kämpfen nicht gegen die, sondern wir bauen was Eigenes auf. Und wir fokussieren uns auf eine Sache in Deutschland. Und wenn das jetzt bildlich gesprochen nur die AfD ist, wohin wir unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit, unsere Unterstützung schicken, dann, das sind kosmische Gesetze, irgendwann mal kommt das Gesetz der Resonanz. Dann vergrößern wir uns und verstärken wir uns. Und dann garantiere ich dir, kommt aus dem Volk einer, ja, wie auch dann in Russland, wie Putin. Und der Kanzler, der wird Deutschland aus der Sackgasse rausführen und gute Beziehungen aufbauen. Das sind all die Prophezeiungen. Ja, die sich eintreffen müssen, nur dann müssen wir wirken. Gott hat keine Hände außer unseren. Deswegen, ja, wir müssen uns für eine Sache entscheiden. Ich entscheide mich für die Souveränität Deutschlands, dass Deutschland sich auch weiterhin entwickelt und auch dann die Deutschen auch in 100 Jahren und in 500 Jahren hier leben und für ein Bündnis zwischen Deutschland und Russland für die Gerüsse. Und aus diesem Grund bin ich auch dann für die AfD und unterstütze die Menschen auch, die dort mitwirken. Weil ich ganz einfach weiß, mich mit Prozessen der Steuerung auch dann auskenne und am Beispiel Putins auch gelernt hatte, was das heißt, sein Land vor dem Abgrund auch dann aufzufangen und auf die neue Bühne auch dann zu holen, zu einer weltpolitischen Macht auch dann zu führen. Und darum habe ich auch einen Appell an dich, ja. Geh wählen, auch in Thüringen morgen. Ich habe in Thüringen früher gelebt, ja, von 97 bis 2001. Meine Verwandten leben dort, mein Opa ist dort begraben. Ja, mir ist das Land nicht fremd, ich habe dort gelebt. Ja, auch, und darum ist mir auch dann Thüringen und allgemein Deutschland sehr wichtig. Und wenn dir deine Heimat wichtig ist, ja, dann geh wählen. Unterstütze die Menschen, patriotische Menschen, die in der AfD sind. Dort gibt es natürlich unterschiedliche, aber dort gibt es mehr Patrioten. Und irgendwann mal wird auch in der AfD eine Kaderreinigung auch stattfinden. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch dann aus dem Volke ein Kanzler kommt. Ja, und Deutschland, wie die Prophezeiungen auch schon vorhergeben, ja, auf eine neue Ebene der Entwicklungen bringen wird. Und darum, Freunde, bitte euch, verteilt dieses Video weiter, schickt es Freunden, Bekannten, dass sie sich auch mal Gedanken darüber machen. All diejenigen, die fühlen können, fühlt's rein, was ich gesagt hatte, dass wir als Schöpfer uns entscheiden sollten, welche Zukunft wollen wir für Deutschland in 2030, 2050. Ja. Hast du kein konkretes Bild?
Aber es gibt Menschen, die ein konkretes Bild haben. Und wenn wir unser Bild realisieren wollen, dann müssen wir auch dann unsere Menschen unterstützen, die in unserem Interesse auch Politik machen. Denn siehe Beispiel in Trump, ist da vom Himmel gefallen, Orban, auch in Ungarn, die sind alle auf einem politischen Weg genauso auch dann wie Putin gewählt worden. Und wisst Bescheid, wir sind das Volk und wir haben die Macht. Und all diejenigen, die Verstandesmenschen, schaltet eure Logik ein, analysiert die Vergangenheit, erkennt die Gegenwart und in der Zukunft gibt es zwei Szenarien, die habe ich euch aufgezeigt. Und wenn ihr ein positives Zukunftsbild auch erreichen wollt, kehrt den Altparteien den Rücken. Auch wenn ihr bisher nicht Wähler wart, geht's wählen. Mit eurer Stimme gebt sie nicht ab, sondern mit eurer Stimme unterstützt ihr auch eine politische, patriotische Kraft in Deutschland, die als einzige politische Kraft sich für normale Beziehungen auch dann zu Russland einsetzt. Und deswegen, wenn ich in Thüringen leben würde, würde ich morgen die AfD wählen. In Bayern tue ich das ohnehin und auch in allen anderen Bundesländern. Freunde, animiere ich euch, ja, empfehle ich euch, wählt die AfD. Wir müssen einen alternativen Weg für unser Deutschland aufbauen. Den Weg, der eigentlich von oben uns vorgesehen ist und der sich erfüllen sollte, und zwar das deutsch-russische Bündnis auch dann aufzubauen, um gemeinsam mit Wladimir Putin eine gerechte Weltordnung auf der Welt. Und falls du über Putin erfahren möchtest, mehr, wie gesagt, unter dem Video in der Beschreibung findest du einen Link, melde dich an, komm am 3. vorbei. Es wird sehr interessant sein, das garantiere ich euch auf alle Fälle. Und falls du mit dem einverstanden bist, schreib's unten drunter auch einen Kommentar, was du denn darüber denkst. Bitte aber jetzt nicht solche Passiven, wir können nichts machen, das sind Lügen, glaube ich nicht daran. Ja. Schreib's was konkrete Vorschläge, was können wir denn tun. Ja. Und wenn du mit dem Ganzen zustimmst, bewerte das Video auch dann positiv. Wichtig ist, verteile bitte diese Information weiter, damit möglichst viele Menschen auch erfahren und mit ihrer Stimme endlich mal sagen, sie wollen eine alternative Zukunft für Deutschland und wählen die AfD.